Servus Burschen, wir sind wieder back. Lang ist her, DAX. Wir starten wieder mit einem neuen Projekt. Ihr seht es, wir stehen in der DAX Factory. Und es wird Zeit wieder für ein neues Großmaxi. Wir haben letztes Jahr in der Schweiz unsere Grenzen aufgezeigt gekriegt. Und bei den teilweise anderen Rennen auch. Und uns hat das keine Ruhe lassen. Ich brauche nochmal ein neues violettes Großmaxi. Zahlreiche Teile sind schon auftaucht. Und Dax, es ist mir eine Ehre, dass du da wieder das Großmaxi mit mir baust. Ah, das ist mir eine Ehre. Nein, mir ist Ehre. Ah, mir ist nein, eine Ehre. Nein, mir ist Ehre. Mir. Also uns ist das eine Ehre, dass wir für euch ein Großmaxi machen. Genau. Und ich würde sagen, Dax, wir starten gleich volle Pulle rein. Was steht heute da? Soll ich gleich die Kamera nehmen? Ich wieder hinter der Kamera, du wieder vor der Kamera, wenn es ums Bauen geht, wie immer. Ja. Und ich kann mich ja gar nicht mehr konzentrieren. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann schreibt es rein in die Kommentare, weil so holen sich die YouTuber. So pushen sie ihre Videos. Buffalo 96. Also, was haben wir da heute alle? Wir haben die Schwingen von der Y-Safe. Ihr habt es im letzten Video schon gesehen zu dem Moped. Aluschwinge. Dann haben wir SM Pro Platinum Felgen. Von Bike Total. Dann haben wir einen richtig schönen Rahmen, der was perfekt war, dass man ein schönes Straßenmaxi aufbaut. Keine Töllen, gar nichts, der wird heute zerschnitten. Dann haben wir die Downhill-Gabel mit dem neuen verstellbaren Vorbau, was wir schon fertig gemacht haben. Und wir haben von YCF Bitbike ein extrem gutes Federbein. DAX Factory. Die geheimen Katakomben im DAX Factory Shop. Das wird heute unser wichtigstes Werkzeug, okay. Werkzeug, Arbeitsgerät. Okay. Ah, ja, die kann mich erinnern, war das das? Also warum muss das Hackover, erklär das ein bisschen für die Leute. Innenkotflügel? Ja. Den müssen wir auslesen. Und dann kommen links und rechts in unsere Verstärkung Blech rauf, quasi. Ja. Dass man für den Dämpfer, für die Dämpferaufnahme, was da irgendwo herkommt, stabil sind. Okay, und das ist das Vorhaben für heute. Was haben wir noch vor? Den Gabelkopf wollen wir auslösen. Ja. Das geht aber mit dem Flex schöner. Schon? Ich glaube, ich habe nur da. Haben wir einen geraden Schnitt, gell? Das war so ausgefranst beim letzten Mal. Gell? Das heißt, heute großer Schneidetag. Hast du schlechtes Gewissen? Einen guten Raum und ohne Töllen, ohne allen zerschneiden. Okay. Wenn ich einen alten rostigen Hund nehme oder Dampfschein, wie ich beieinander ist, haben wir es erst wieder beieinander. Das wird die Wahl, oder was? Was sind Ihre Erwartungen da heute, Herr Baufeleit? Gar nichts, fühle mich da nicht an. Bin halt nicht gesprächig. Na, der DAX macht das schon. Gehen wir so. Gehen wir da. Pavla, was sagst du? Sollen wir das verlosen? Sicher, Weihnachtsfeier, oder? Will das mal haben, oder was? Ja, so ein Heck kann man schon brauchen, wenn es schon mal weggefeuert ist, ja, oder? Ja, das musst du dann später noch signieren, gell? Also das ist jetzt das Heck von meinem Moped. Wir haben das Moped jetzt erfolgreich zerstört. Das ist der Schuldige. Und jetzt kann das Projekt so richtig starten, würde ich sagen. Was sagst du, Dax? Ist das schön, oder was? Na, Alter. Das ist ja. Das ist der Stickleisen beim Brabe, nicht so ist der das Rostige. Das ist ja Wahnsinn. Und du musst dich gerade so machen. Ist die Leute eine sehen. Ah ja, schier ist er wirklich nicht, hä? Wahnsinn. Was sagst du dazu, Sünde? Großmaxi kann nie Sünde sein. Tja.
So, Dachsfickle, wir haben da jetzt einige Sachen, haben wir sich da jetzt zu Gemüte geführt. Was ist jetzt die finale Version? Du hast schon einen Stift hinter die Ohren. Das heißt, das wird ernst, oder? Oder? Das erste Replay. Das ist ja der Doppelt. Ja. Nehmen wir komplett raus. Ja, also nur das Äußere einmal. Nur das Äußere. Und da innen machen wir da einen Schnitt. Okay. Also das dann bleibt nachher noch stehen. Ja. Der Rest, der kommt alles raus. Und wenn wir das dann einen Schnitt machen und das nachher gerade klopfen, ja, dann verzieht sich das in alle Richtungen. Aber wenn man einen Motorblock rein tun, das ist nachher auf Spannung, nachher kriegst du den Motor nicht mehr schön. Okay. Deswegen werde ich das gleich rausschneiden und da ja, ein kompletter Test oder als Einheit. Da bleibe ich nachher rauf. Das gleich bis drauf geht zum Dämpfer. Okay. Also wieder ein wilderes Projekt eigentlich jetzt da. Auf der anderen Seite lassen wir es. Auf der anderen Seite lassen wir es. Da können wir den Wulst für die Outrend-Ketten, für die. Ja. Lassen wir. So, der Zwischenstand. Du hast da schon wieder einiges ausgelöst, da würde ich sagen, gell? Genau. Jetzt werden wir unseren Schablon machen. Ja. Abpausen. Okay. Und dann kommt das da das Blech rein. Und zwei Blech da rein. Das eine. War das so geplant von Anfang an? Hat es ja ergeben. Factory, was ist los? Wo sind wir jetzt gelernt? Wir sind in die Katakomben von der Dax Factory, oder? Genau. Wir sind jetzt noch am Montieren und da, das dauert noch kurz. So, Leute, den Rahmen, jetzt hätte ich mir fast das Auge ausgestochen. Weil wir bis da zur Hälfte weggehauen haben, dass wir da mit Motor, Entlüftung und alles am Platz haben. Okay. Das geht aber immer extrem scheiße schneiden. Ja. Da wirklich seitlich. Jetzt werden wir das mit dem Laser ein wenig auch anritzen. Ja. Und dann mit einem Anschlag durch Wahnsinn. Wahnsinn, hä? Und das haben wir eigentlich. We'll be right back.
Geil. Also da haben wir jetzt viel Platz eigentlich, gell? Viel Platz für wilde Sachen. Lochgas einspritzen. Passt alles ein jetzt. Oder? Alles. So, wir haben da, oder? Lager. Ja. Ein Haufen Lager bestellt. Für was haben wir vier Lager? Weil es ein Vier-Lager-Motor ist. Wenn wir die Lager doppelt geben. Okay. Lager gehen wir da, oder? Zweifach rein. Da schneiden wir an. Dann stehen wir da quasi innen mit dem Lager so. Da. Nachher nehmen wir so einen Bolzen. Also so eine Distanz, so eine kleine. Die schieben wir da rein. Steht da. Dann haben wir das so. Auf beide Seiten. Und da haben wir das Regal nachher. Holzen ist durch, hä? Wasser. Hülsen sind auch drin. 184. 184. Der extra Bauabschnitt neigt sich am Ende zu, hä? Ja, da haben wir jetzt die Schwingenaufnahme, den Bolzen fertig. Ja, war dann eigentlich auf der einen Seite haben wir schön das Feinquint drauf gemacht. Ja. Auf der anderen Seite haben wir nur grob drauf da. Ja. Das heißt, das wird verschwarzt, oder? Ach, jetzt müssen wir da wieder eigene Mutter an einen Quint reinschneiden. Das ja. Wir nicht. Jetzt haben wir da grob drauf da und das wird eh noch verschwarzt. Genau. Bolzen durch. Ein kleines Loch. Ein kleines Loch. Und das wird dann immer zum
Und wir fahren schon. Und wir fahren schon. Wahnsinn, hä? So, der Axel Ramon ist aufgefahren. Zeig mal her, was wir jetzt schon gemacht haben. Also, eine Etage sind wir da unter, bist du deppert.